Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und heute habe ich das äußerst beliebte Gedächtnisspiel Simon von Hasbro im Test. Ich zeige euch, was Simon alles kann, wie anspruchsvoll das Spiel ist und ob sich ein Kauf lohnt. Los geht's! Schauen wir uns das Simon-Spiel als erstes einmal genauer an. Auf der Vorderseite haben wir vier Spieletasten in Grün, Rot, Blau und Gelb. In der Mitte gibt es einen An- und Ausschalter sowie einen kleinen Lautsprecher. Auf der Rückseite finden wir das Batteriefach mit bereits eingelegten Batterien. Laut Anleitung sollen die Batterien aber direkt gewechselt werden, weil diese kaum vorgeladen sind. Passende Batterien verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Haben wir die Batterien also gewechselt, starten wir das Spiel. Los geht's, immer über die grüne Taste. Jetzt leuchten die Tasten in verschiedener Reihenfolge auf und wir müssen genau in dieser Abfolge die richtigen Tasten drücken. Die Reihenfolge fängt erst einmal sehr einfach an und wird dann immer komplizierter. Ich muss schon sagen, hier kommen auch Erwachsene schnell ins Schwitzen und das Spiel wird relativ schnell fordernd. Bei jedem Tastendruck gibt es einen Sound und wir spielen zusätzlich eine kleine Melodie. Aber schaut einmal selbst. Haben wir uns einmal verdrückt, ist das Spiel zu Ende. Simon zeigt jetzt unseren aktuellen Punktestand an und speichert den Highscore ab. Blinken nach dem Spiel alle Tasten auf, sind das 10 Punkte und für jedes Blinken der grünen Taste gibt es einen Punkt. Den Highscore können wir jederzeit über das Gedrückthalten der Power-Taste abrufen. Jede neue Runde startet übrigens mit einer anderen Reihenfolge und ist nicht vorhersehbar. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt es nicht. Den Sound können wir übrigens leiser machen oder sogar komplett ausschalten. Wie ich finde, das wohl wichtigste Feature vom ganzen Spiel. Wenn keiner mehr spielt, schaltet sich Simon übrigens automatisch ab. Damit haben wir den kompletten Funktionsumfang von Simon auch schon kennengelernt. Springen wir also zu meinem Fazit. Das Simon-Spiel bringt Spaß und übt sowohl die Konzentrationsfähigkeit als auch das Kurzzeitgedächtnis. Das Spiel wird sehr schnell fordernd, aber auch nach einiger Zeit leicht zu meistern. Es ist wie immer einfach nur Übungssache. Der Sound hat mich aber schnell genervt und ich habe die Lautstärke heruntergestellt oder komplett deaktiviert. Zusätzlich hätte die Verarbeitung der Tasten etwas besser ausfallen können. Ebenfalls ist der Punktestand relativ schwer zu lesen und hier hätte es auch ruhig eine richtige Sprachansage geben können. Für rund 25 Euro ist das Spiel aber recht erschwinglich und macht eine Menge Spaß. Wir sind zufrieden und vergeben 3,9 von 5 möglichen Sternen. Alle Links zum Simon-Spiel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn ich dir also mit diesem Video weitergeholfen habe, dann unterstütze uns doch gerne durch ein Like und ein kostenloses Abo. Wir freuen uns auch immer über eine kleine Super-Thanks-Spende. Vielen Dank und bis zum nächsten Video wünscht deine TestVenture Crew.